Und damit, meine Lieben, sage ich herzlich willkommen zurück zu Falcon Age. Und zwar machen wir weiter. In der letzten Folge haben wir die Raffinerie eingenommen. Und jetzt sollen wir mit dem Mitglied des Widerstandes reden. Wir waren zwar letztens noch da unten, aber ich hatte dann gespeichert und ausgemacht. Und jetzt sind wir da oben halt rausgekommen beim Speicherpunkt. Das wäre dann der Herr hier. Du hast Stilke. Was? Du hast Stilken. Du hast. Was? Da hast du bei der Raffinerie gute Arbeit geleistet. Ach komm, wir sind bescheiden. Das war kein großes Ding. Das war einfach. Sei nicht so bescheiden, Kind. Genau das ist es, was die Outer Ring Company will. Dass wir unseren Wert vergessen und glauben, ohne ihre Zustimmung nichts zu sein. Egal, dein Tantchen hat mich hergeschickt, um zu schauen, ob wir diesen Ort retten können. Ich denke, wir könnten vielleicht einen Bauernhof daraus machen. Wirkt ein bisschen trocken. Der Boden sieht so trocken aus. Alles ist hinüber, bis es das nicht mehr ist. Aha. Deshalb bin ich hier, Kind. Ich werde das hier wie einen Regenwald aussehen lassen. Wart nur ab. Komm später wieder, dann wirst du den Unterschied sehen, versprochen. Ach, und wenn du gehst, solltest du mal bei deinem Tantchen vorbeischauen, ob sie eine seltene Frucht hat, die wir hier anbauen können. Mhm. Okay. Die machen hier Beete. Na komm. Wir zischen wieder ab. Ja, kurz mal hier dann bei den Tieren wieder vorbeischauen. Die spawnen ja Gott sei Dank immer wieder nach. Na. Komm ich gerade mit dem Cursor nicht klar. Stopp's dir! Fang es! Töte es! Schnell! Jawohl. Gab Fleisch. Da läuft's nächste. Hol sie dir. Hol's dir. Bevor ein Kopf in den Boden steckt. Fliegt der jetzt hin? Hallo? Vogel! Dahin? Jetzt kommt er wieder zurück. Maximal verwirrt. Ja, Hütchen Fleisch. Keule. So. Sollen zu unserem Tantchen zurück. Wenn wir mit die Steuerung wieder klarkommen. Oh. Nix da, hier spawnt nix. Hängen geblieben in der Ecke. Das da oben beim Häuschen haben wir schon letztens gesammelt. Die Kaninchen hier, sie sind auch wieder da. Mistkröte hat sich verbuddelt. Komm raus. Raus. Jawohl. Erwischt. Hasenfleisch. Kaninchenfleisch. Der Beutel da oben spawnt auch immer wieder nach. Hier ist noch nichts nachgespawnt. Kenne ich gar nicht, dass es hier nicht nachgespawnt. Tantje, wir sind wieder da. Oh.
Also. Was haben wir da noch? Rezepte. Nö, das war's, glaube ich, jetzt mal. Da bist du ja wieder, du lebst und die Raffinerie ist wieder in unseren Händen. Ich kann es kaum erwarten, den anderen davon zu erzählen. Wie war es denn, gemeinsam zu kämpfen? Wie eine vergessene Melodie. Wir haben dasselbe Lied gesungen, nur in anderen Sprachen. So ist es, Falke und Jäger zu sein. Das ist heilig. Es ist die heiligste Tradition, die uns noch geblieben ist. Und jetzt ist es auch deine Tradition, Ara. Ich werde mich daran erinnern, Tantchen. Das werde ich niemals vergessen. Vielleicht wird das reichen. Vielleicht könnte dein Falke und du meine Tradition aufrechterhalten. Du hast dir ihren Namen verdient. Das habt ihr euch beide verdient. Wie? Wird er also lauten, mein Mädchen? Oh. Rauchsingerin, Feuerlied, Agni, Herzsingerin, Itayama. Eigentlich Feuerlied, ne? Feuerlied. Niemand hatte jemals aufgrund eines Segens Erfolg, daher ist es egal, aber Fire Song, das passt zu ihr. Trainiere mit ihr, aber respektiere den Dämonengeist, die Wildnis in ihr. Versprich mir das, Ara. Das verspreche ich. Ich verspreche es, Tantchen. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Ich glaube dir. Hier, vor Jahren habe ich diese Lederrüstung für meinen Falken gemacht. Sie gehört jetzt dir. Nutze sie gut, um mehr... Bitte ich dich nicht. Nimm diese Hornmelone, gehe damit zurück zur Raffinerie und nimm den Bauernhof in Betrieb. Nun verschwinde von hier, Mädchen. Keine Zeit für Sentimentalitäten. Okay. Also. Was haben wir noch? Das ist cool. Glöckchen. Was sollen die mit dem Glöckchen, hallo? Einfache Kopfbedeckung. Das war's. Ach schön, die Sachen sind nachgespawnt. Da hängt nichts mehr dran. Aber da oben hängt was dran. Da ist nichts mehr dran, aber da oben ist noch was dran. Ja, wir müssen halt immer alles mitnehmen, ne? Weil wir werden schon einen ganzen Batzen Futter erstellen müssen. Da klebt noch eine. Zurück zur Raffinerie. Einmal schnell speichern. Ein Vögelchen setzt sich dahin oder es backt einfach rum. Ich wollte gerade sagen, du trinkst in die falsche Richtung, ne? Ach, ja. Also, Trophäen ploppen jetzt hier keine mehr auf.
das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Ich habe das Spiel schon einmal komplett durch und auch die Trophäen habe ich auch schon alle und genau. Ara, du bist wieder da, meine kleine Meisterin, und du hast mir eine Hornmelone mitgebracht. Aber ich bin gerade mit Magie beschäftigt, also tu mir bitte einen Gefallen. Nimm diese Impulsgranaten und lass deinen Falkendame über die Parzellen des Bauernhofes fliegen. Auf diese Weise kann sie den Schutt aus dem Weg räumen. Sobald das erledigt ist, kannst du die Melone anpflanzen und etwas Süßes träumen. Ah, ja. Okay. Also, dann. Wo sind die? Da. Nehme ich die in die Hand. Ruf ihn ran. Und schick ihn ran. Okay, hier ist irgendwo, glaube ich, noch eine Stelle. Oh, ne, doch nicht. Passt schon. Pflanze anbauen, da. Kann man die so jetzt so hier anbauen? Und dann seht ihr, da drüber ist ein Kreis. Wenn der weiß und voll ist, dann ist die gewachsen. Oh, die wächst ganz schön schnell, ne? Okay. Was habe ich gesagt, Ara? Dem Bauernhof steht Großes bevor. Mit dem richtigen Rezept und den richtigen Zutaten lassen sich Hornmelonen gut nutzen, um deinen Falken mehr Widerstandskraft gegen Verletzungen zu geben. Du solltest übrigens meinen Freund Asuka in der alten verlassenen Stadt südwestlich von hier besuchen. Er ist ein bisschen seltsam, aber kein schlechter Mensch. Asuka stellt Ausrüstung für kleine Tiere her. Und ich weiß, dass er sich freuen würde, deinen Falken kennenzulernen. Okay. Können noch nicht aufnehmen. Dauert noch. Jetzt ist sie fertig. Aber das Problem ist, die zerstört sich halt von alleine. Also man kann hier dreimal pflücken und dann ist sie mehr oder weniger schon kaputt. Das gilt für alle drei, aber wenn man so überlegt, man verbraucht davon nur eins und kriegt dann jedes Mal plus zwei dazu, kriegt man da doch ganz schön was zusammen. Genau, das sind ja dann hier diese Rezepte, die man so in der Welt, also so finden kann. Hier seht ihr da Tempo 2, 50% Steigerung des Tempos, Verteidigung 1, 25%ige Verbesserung der Verteidigung. Na, und dann gibt es halt ja noch höhere. Da zum Beispiel haben wir die Gesundheit 1, 25%ige Gesundheitsregeneration. Und da haben wir schon die Gesundheit auf 2, 50%. Also es gibt noch bessere Rezepte zu finden, aber auch halt in den, größtenteils in den Raffinerien. Und sonst, ja, hier und da mal in der Welt auch noch, in diesem kleinen Häuschen da. Jetzt brauche ich kurz die Karte. Also wir sind da und wir müssen da runter an der Großmutter vorbei und dann links halten. Vogel? Aber hier rechts in der Ecke müsste der. Nee, hier ist der noch nicht. Aber hier ist ein Häuschen. Und da haben wir Schrott drin. Und eine Karte, sagte ich ja. Was ist das jetzt da für eine? Und die haben wir ja schon, die 50%ige. Nee, das sind andere. Da ist es. 25%ige Gesundheit. Aber wir haben ja 50% schon. Oh, haben wir die vergessen einzusammeln? Da sind die schon nachgespawnt. Ne, scheint schon nachgespawnt zu sein, alles. Naja, nicht ganz alles.
So, da wäre Tantchen und wir müssen hier jetzt runter. Hier links unten zum Beispiel, da würde jetzt ein Koffer liegen. Nur an den kommen wir leider noch nicht ran, weil wir noch nicht das Werkzeug dafür hätten. Also das müsste der Vogel dann sozusagen ausgraben, aber das haben wir noch nicht. Da kommen wir später zu. Jetzt muss ich aber kurz hier aufpassen. Weil hier irgendwo kriechen sie jetzt gerade rum. Gibt es nämlich, glaube ich, Eidechsen. Da hinten läuft eine. Ne, hier ist, glaube ich, jetzt eine gerade. Ja, da ist sie. Schnapsidee! Fangen Sie, fangen Sie, fangen Sie, fangen Sie, bevor sie sich eingräbt. Jawohl. Und dahinter läuft noch eine, das weiß ich. Sind zwei, da ist sie. Zack, zack, verkloppt. Jawohl, Eidechsenfleisch. Brauchen wir auch. Da haben wir wieder Schrott und eine Karte, eine Rezeptkarte. Gesundheit 2. 50%ige Gesundheitsregeneration ist das schon wieder. Steigerung des Tempos, Verteidigung. Ja. Ziegenfleisch. Da läuft die andere. Perfekt. So, jetzt glaube ich, müsste ich den mal ranrufen. Gucken wir, ob wir schon was zur Verteidigung da haben. Generation. Ne, wir haben nur die Regeneration dabei. Scheiße. Weil ihr seht das da drüben, das ist wieder so eine Schussanlage. Kann ich nämlich wieder abheben lassen. Weil jetzt wird nämlich auf ihn nicht mehr geschossen. Und das ist halt meine Sorge, weil wenn der beschossen wird, dann ist halt das Problem, dass er nicht mehr fliegen kann und die Gesundheit halt runtergeht. Und das wollen wir ja eigentlich nicht im Prinzip vermeiden, dass er uns hier wegstirbt. So, abgeschaltet. Sind wir hier in der verlassenen Stadt. Da unten sind wir jetzt. Du! Halt, im Namen des Anstands. Sag mir, möchtest du herein? Ja. Bitte beantworte diese Frage sorgfältig. Bist du ein Mensch? Ja. Na los, wonach sehe ich denn aus? Sieh mal, ich musste nur sicher gehen, bei der Outer Ring Company weiß man nie, die lassen sich einiges einfallen. Wie auch immer, na los, ich bin sicher, dass sich alle freuen werden, dich zu sehen. Komm rein, komm rein. Wow, bist ja sehr, sehr freundlich. Zu Fremden.
So, einmal speichern. Ja, sind wir in der verlassenen Stadt. Ah, Ahsoka. Komm her, Mädchen. Deine Vogeldame? Ich möchte sie mir genauer ansehen. Warum bist du so interessiert an ihr? Wer wäre das nicht? Sieh sie dir an, sie ist prächtig, sie leuchtet wie ein Rubin im blutroten Licht der untergehenden Sonne. Was würde es mich kosten, sie bei dir abzukaufen? Sie steht nicht zum Verkauf, sie ist meine Freundin. Aber welchen Sinn haben Freunde, wenn sie keinen Wert haben? Du hast bestimmt viel Zeit, Geld und was? Viel Zeit und Geld in ihre Aufzucht gesteckt. Verkauf sie mir, dann werde ich dich für alle Mühen entlohnen. Wie ich schon sagte, hör auf zu fragen. Sie steht nicht zum Verkauf. Schon gut, solltest du aber jemals deine Meinung ändern, dann weißt du ja, wo du mich findest. Ich kenne viele Leute, die gutes Geld ausgeben würden, um sie zu bekommen. Ich heiße übrigens Ahsoka und ich lebe, um das Leben von Leuten wie dir und deine wunderschönen Freundin leichter zu machen. Temperamentvolles Ding. Ich glaube, sie mag dich nicht. Nicht immer mögen wir die Dinge, die gut für uns sind. Meine Freunde außerhalb dieser Welt wären trotzdem beste Absichten oft missverstanden. Von wem reden wir hier genau? Ach, es sind so viele. Andere Händler, Geschäftsleute, Bürokraten der Outer Ring Company. Gute Leute, die nie genug Liebe bekommen. Aber egal, lass uns darüber reden, wie ich dir helfen kann. Ich stelle Ausrüstung für Tiere wie deinen Vogel dort her. Nicht so schön oder extravagant wie das, was meine Freunde außerhalb der Welt verkaufen, aber nichtsdestotrotz von hoher Qualität. Ich nehme an, ich würde dir gerne genau zeigen, wie interessant meine Waren sein können, aber zuerst musst du mir einen Gefallen tun. Im Osten liegt eine Wüste, in der ein paar Sandwölfe leben. Ich brauche ihre Panzer. Huh, das klingt gefährlich. Ja, aber alles auf diesem Planeten ist gefährlich. Und sieh dich an, Mädchen, du kommst damit klar. Danke. Jetzt sag mir etwas Hilfreiches. Die Sandwölfe graben sich tief im Sand ein und warten dort auf ihre Beute. Und was es noch schlimmer macht, sie besitzen einen dicken Knochenpanzer. Ah, toll. Du musst den Panzer von ihnen abbekommen, um irgendwas zu bewirken. Das ist alles. Warte, mehr Tipps kannst du mir nicht geben? Ich bin ein Händler, ein Schöpfer schöner Dinge. Ich bin kein Gelehrter. Wenn ich wüsste, wie man sie besiegt, würde ich auf einem Bett aus ihren Knochen schlafen. Aber ich bin zuversichtlich, dass du das hinbekommst. Du wirst schon eine Möglichkeit finden. Was darf's denn sein, hübsches Kind? Einkaufen? Zeig mir, was du hast, Ahsoka. Ja, war ja klar, dass die Sachen hier ausverkauft sind. Und Hundekopf. Ja, diese isolierte Keramikschnabel und isolierend und mit Schadenbonus, die sind gut. Vor allen Dingen der da unten ist gut. Aber die kriegen wir aktuell noch nicht. Und ehrlich gesagt will ich auch noch nichts kaufen, ne? Also ich weiß, dass wir die Sachen da verkaufen können. Und die brauchen wir auch nicht. Aber den Rest behalten wir mal. Auch die Impulsgranaten. Ja. Bräuchten wir noch was gegen Verteidigung? Gerade mal diese Kartoffeln da. Halt. Stellen wir davon noch mal was her. Tch,
Das rumort da drinne. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mit dem Sandwölfen und alles dann in der nächsten Folge, ne? Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Falcon Age und dann machen wir hier weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Gerne könnt ihr in der Kanalbeschreibung jetzt nachlesen. Weiter unten könnt ihr einen Link zu unserem Discord folgen. Wir würden uns freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Falcon Age.